Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um die perfekte Landingpage. Ja? Ich hatte ja im letzten Video schon kurz angeschnitten, warum ihr auf jeden Fall Lead-Generierung betreiben solltet. Und heute geht es ein bisschen eher um die Praxis, quasi wie ist so eine Landingpage strukturiert und was braucht ihr vor allem als Anfänger, um loszulegen. Ja? Zuallererst, ihr braucht vier Dinge. Ja? Das erste ist das Hosting. Plus Domain, ja, also Hosting ist nichts anderes als ein Server, den ihr euch mietet, monatlich oder jährlich. Ich persönlich mache es zum Beispiel jährlich, kostet euch ein bisschen mehr, aber dann habt ihr eure Ruhe. Und die Domain, die kostet euch zum Beispiel fürs Jahr eine .de-Domain, bei GoDaddy kostet euch 3,50 €, ja, also das ist nichts, das kann sich jeder leisten. Und also die Links, die relevanten, packe ich dann natürlich auch in die Linkbeschreibung. Zweitens braucht ihr ein CMS-System, ja, also für Anfänger auf jeden Fall wichtig. Fortgeschrittene werden sagen, hey, ich mache das alles selber, ein paar PHP, HTML, was auch immer, mache ich auch teilweise, aber für Leadpages grundsätzlich, wenn es wirklich schnell gehen muss, schnell WordPress drauf und fertig, ja. Wenn ihr das dann installiert habt, WordPress, braucht ihr noch Leadpages. Leadpages ist eine Plattform, die bietet euch quasi so im Baukastenschema die Möglichkeit, vorgefertigte Templates zu benutzen, die ihr natürlich dann individuell noch anpassen müsst an euer Produkt. Also kommt nicht auf die Idee, das auszuwählen, irgendein Template und dann sofort damit online zu gehen. Ihr müsst es natürlich eurem Produkt anpassen. Und zu guter Letzt Traffic, ja, also Besucher, die auf eure Seite kommen, die dann in Kunden umgewandelt werden oder Interessenten, im besten Fall natürlich Kunden, ja. So, also zur Struktur, wie so eine Seite aussieht, das ist eigentlich ziemlich simpel und das ist auch auf jeden Fall der Key zur ganzen Sache. Ich habe von vornherein den Fehler gemacht, natürlich, das viel zu overdesigned, ja, zu viel Schnickschnack, der total unnötig ist, der die Leute ablenkt vom Wesentlichen eigentlich, und zwar vom Content und da den Button zu klicken, ja, letzten Endes, oder sich einzutragen. Kurz zur Struktur: Eine Headline sollte niemals länger als 7 Wörter sein, ja, das sage ich euch wirklich, das habe ich getestet mit Heatmaps, mit meinen Daten grundsätzlich, mit meinem Tracking-System. Und es ist auch eine bekannte Formel, dass ein Mensch immer 7 Gründe braucht, um überzeugt zu werden von etwas. Ja, der hat Mini eine super Werbung gemacht, lässt einfach 7 Sekunden runterlaufen, sagt auch noch 7 Gründe und dann siehst du eine Uhr, die runterläuft, 7 Sekunden, und die zeigen eben nur den Mini. Also wie gesagt, die Großen machen es auch so und es funktioniert wirklich. Ihr kennt es auch selber bei Facebook, wenn irgendjemand eine Headline schreibt, die über 3, 4, 5, 6, 7 Sätze geht, liest kein Mensch, also ich zumindest nicht, außer in letzter Zeit, wenn es um die AfD geht. Da habe ich auf jeden Fall die langen Headlines gelesen, ja, zum Programm, was sie da haben. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall habt ihr die Headline, dann habt ihr eben euren kurzen Text, der sollte auch nicht länger als 4, 5 Zeilen lang sein, oder eben statt diesem Text ein Video, das aber auch nicht lang sein darf, ja, also 3, 4, 5 Minuten Maximum. Ja, deswegen muss ich mich auch jetzt mit meinem bisschen beeilen. Unter diesem Video habt ihr dann ein CTA, das ist ein Call to Action, ja, also das ist entweder ein Button oder eben die Form, wo quasi die E-Mail-Adresse eingetragen wird. Unter diesem Call to Action, ja, falls das den User noch nicht überzeugt hat, ja, kommen Testimonials, ja, das sind Reviews, also quasi Erfahrungsberichte, positive von euren Kunden, die ihr bereits habt, oder von Partnern, mit denen ihr in Collaboration eingegangen seid. Unter diesen Testimonials kommt dann wieder ein Call to Action, wo der User dann wieder die Möglichkeit hat, eben den Button zu drücken oder sich einzutragen. Und wenn das immer noch nicht gereicht hat, was ich natürlich nicht hoffe für euch, kommen Vorschauen, ja, also Screenshots, wie zum Beispiel bei uns jetzt von unserem Members-Bereich, von unserem Mitgliederbereich, den ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann. Da gibt es auch ausführlichere und längere Videos, viele E-Books, die wir alle selber geschrieben haben, wirklich, und nicht so Einseiter, sondern wirklich 70, 60, 80 Seiten lang. Und unter dieser Vorschau kommt dann wieder ein Call to Action. Ja, das heißt, ihr habt insgesamt 3 Call to Actions auf der Seite und es sollte absolut reichen. Und wie gesagt, weniger ist definitiv mehr in diesem Fall. Ja, ich habe viel Geld und viel Zeit verschwendet darauf, das rauszufinden. Ich möchte euch das ersparen, indem ihr das einfach, wie gesagt, wirklich simpel haltet. Ja? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video bitte einen Daumen hoch bzw. liked das Video. Wenn ihr ausführlichere Informationen zur Landingpage haben möchtet, dann
schaut doch einfach mal bei uns in der Lobby vorbei oder auf unserer Website. Ich werde auch unter diesem Video noch einen Link reinpacken. Das ist zum Beispiel eine Leadpage von mir. Da bekommt ihr kostenlos von mir, das habe ich persönlich geschrieben, das ist ein E-Book, das ist 20 Seiten lang, das heißt die perfekte Landingpage. Da ist wirklich ausführlich drin beschrieben, wie eine Landingpage strukturiert ist. Das könnt ihr euch wirklich anschauen, das ist kostenlos. Müsst ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse eintragen. Das hatten wir ja schon, aber es ist wirklich ein Mehrwert. Also es ist kein Scheiß, probiert es. Von meinetwegen benutzt noch eine Fake-E-Mail, das ist mir dann auch egal. Aber schaut euch das wirklich an. Und im nächsten Video geht es dann um Perfektionismus. Das ist auch sehr interessant, und zwar, dass man der Perfektionismus grundsätzlich eigentlich am Anfang ziemlich schädigend ist. Ja? Also ihr haltet euch mit vielen Sachen auf, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Anstatt einfach loszulegen und online zu gehen und dann anhand eurer Daten eben eure Seite zu optimieren. Ja, Optimierung ist auch eine ganz wichtige Sache. Da gehe ich dann aber auch noch weiter drauf ein im nächsten Video. Ja, also bis dann. Ciao.